Sie sind hier, 7. Januar 2019, 18.54 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Laura Dahlmeier verzichtet auf einen Start bei den Weltcups in Oberhof und Ruppolding. Urheberrecht Getty Images. Laura Dahlmeier verzichtet auf einen Start bei den Heimweltcups in Oberhof und Ruppolding. Stattdessen werde sie Trainingseinheiten absolvieren. Laura Dahlmeier wird nicht an den Heimweltcups in Oberhof ab Donnerstag und in Ruppolding ab dem 16. Januar teilnehmen. Das teilte die 25-Jährige am Montag bei Instagram mit. Stattdessen werde sie nach Rücksprache mit ihren Trainern weitere Trainingseinheiten absolvieren, schrieb Dahlmeier, manchmal ist weniger mehr. Ich muss Schritt für Schritt gehen und dann bewerten, was möglich ist. Dahlmeier hatte beim vergangenen Weltcup in Nove Mesto ein starkes Comeback nach langer Verletzungspause gefeiert und die Plätze 2, Sprint und 5, Verfolgung, eingefahren. Steirer, Wunder erwarten, aber das bedeutet nicht automatisch, dass wir nach einer so schwierigen Phase jede Woche Höchstleistungen und Wunder erwarten dürfen, sagte Florian Steirer, Disziplintrainer der deutschen Frauen, wir werden weiter an unserem gemeinsamen Plan festhalten und versuchen, sie bestmöglich auf die WM im März vorzubereiten. Auch Vanessa Hinz-Schliersee fehlt im 12-köpfigen Aufgebot des Deutschen Skiverbandes, DSV. Die 26-Jährige pausiert aufgrund einer Erkältung. Für Hinz und Dahlmeier werden Anna Weidel, Kiefersfelden und Nadine Horchler, Willingen, starten. Punkt. Das deutsche Aufgebot, Benedikt Doll, Breitnau, Lukas Fratzscher, Oberhof, Johannes Kühn, Reit im Winkel, Erik Lesser, Frankenhain, Arndt Pfeiffer, Klaus Thal-Zellerfeld, Simon Schemp, Uingen, Denise Herrmann, Oberwiesenthal, Franziska Hildebrandt, Caroline Horchler, beide Klaus Thal-Zellerfeld, Nadine Horchler, Willingen, Franziska Preuß, Haag, von Sportinformationsdienst.